Ich mache eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner. Mechatronikerin. Gießereimechaniker. IT. Lagerlogistik. Vertrieb. Mechatroniker. Physiklaborantin. Wir haben ja diesen Slogan, Innovation aus Tradition. Das ist halt auch etwas, was hier die Produkte und das Unternehmen auch ausmacht. Es gibt so viele technische und wie auch kaufmännische Sachen, die man hier erleben kann und die man hier lernen kann. Das macht es unwahrscheinlich spannend. Wir können hier schweißen, wir haben Bohrmaschinen, die CNC-Fräse. Ziemlich viele Möglichkeiten, um Sachen zu üben und zu lernen. Wenn ich was falsch gemacht habe, sprechen Sie mich einfach direkt darauf an und nehmen das auch alles super auf, weil Kritik, daraus lernt man. Was mir sehr gut gefallen hat jetzt im ersten Jahr, ist eigentlich so, dass man schon sehr früh viel zugetraut bekommt. Man kann ja auch selber Projekte vorschlagen und sagen, okay, ich würde mal gerne sowas machen und dann machen wir das. Haben uns so gedacht, was ist cooler als ein Roboter, der ein Glas Bier ausschüttet, und wollen das dann bis zum Familientag fertig haben. Das sind schon auch so rund ums Unternehmen doch nochmal Sachen, wo man irgendwelche Veranstaltungen hat hier, wo man nochmal zusammenkommt. Wir haben jetzt die Nacht der Ausbildung. Letztes Jahr haben sich die Azubis beworben und die kommen dann heute hier hin. Und die lernen dann auch schon mal ein bisschen was in dem Beruf kennen. Ich fahre leidenschaftlich sehr gerne Motorrad und schraube auch sehr gerne am Motorrad rum. Und deswegen habe ich gedacht, warum soll man nicht quasi Hobby zum Beruf machen? Es macht auch Spaß, denen zeigen, was ich hier lerne, was ich nach meiner Ausbildung in der Firma kann. Wir setzen uns jedes Jahr mit den Führungskräften zusammen und schauen ganz genau, was brauchen wir in 3-4 Jahren für Fachkräfte. Wenn man da echt Lust hat, sich weiterzubilden, kann man das echt wahrnehmen hier. Das Studium ist ja so aufgebaut, dass man immer mehrere Monate an der Fachhochschule ist. In einem halben Jahr ist man 4 Monate gar nicht hier im Unternehmen. Die restlichen 2 Monate ist man dann aber hier eingesetzt, hat eine sogenannte Praxisphase. Wenn ich die Ausbildung fertig habe, kann man sich dann noch weiterbilden, kann den Meister, den Techniker machen. Ich fände schon gut, wenn ich mein Leben lang auch hier arbeiten könnte. Deswegen, wenn man später vielleicht mal in eine andere Richtung gehen möchte oder der Meinung ist, man will mal was anderes sehen, hat man auch hier im Unternehmen die Chance, komplett andere Bereiche zu sehen. Wir haben Auszubildende schon hier gehabt, die am Anfang ganz, ganz schüchtern zurückhaltend waren, die dann ihre Ausbildung gemacht haben, dann ins Studium gegangen sind. Und wenn man das so erleben darf, diesen Werdegang, wie gesagt, vom schüchternen Auszubildenden bis jetzt zur Führungskraft, das ist also was, wirklich was ganz Besonderes.